der letzten Episode. Warum ist er so schräg? Ja, okay. Sieht schon wieder danach aus, als könnte der Glimmernebel kommen. Also wenn er jetzt nochmal kommt, dann weiß ich nicht, wie lange wir noch hier in dieser Region bleiben. Willst du mich verarschen? Also Entschuldigung, aber das ist total dämlich. Jetzt können wir wieder zurück. Same procedure as every day, James. Gut, hier ist ein Elch. Du solltest wahrscheinlich mal mindestens mal bis 10 Uhr warten, bevor du halt wieder aufbrichst, um zu wissen, ob das ein Tag mit Glimmernebel wird oder nicht. Dein Schlaf ist unruhig und deine Ruhe wird häufiger unterbrochen. Wir haben die 10 Stunden durchgeschlafen. Beziehungsweise, warte mal. Wenn du den gerade so machst, dann kannst du hier draußen im Schlafsack warten. Drinne. Dann kannst du draußen im Schlafsack warten. Das ist ja der Hammer. Wenn es jetzt wieder sonnig ist, müssen wir wieder warten. Das, was der Nebel sagt. Das sieht nämlich lustigerweise wieder nach Sonne aus. Ja, lass uns nochmal warm warten. Was haben wir jetzt für? Wir haben jetzt 12 Uhr. Sieht jetzt, naja. Achso, jetzt hat die Tür wieder zugemacht. Der schöne Schlafsack. Heißt das, wir können was unternehmen? Oder heißt das, weil es sieht jetzt nicht mehr wirklich nach Nebel aus, tatsächlich. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 55. Also wir schleichen, ja. Da taucht ein Felsen auf. Ja, heute ist mal ein der seltenen Tage, wo es anscheinend keinen Glimmernebel gibt. Ist aber trotzdem natürlich sehr, sehr kalt. Das ist wohl normal für diese Region. Ja. Wir sind mal an diesem See. Das ist ein Wolf oder was? Tatsächlich. Mit einem Pfeil. Mit zwei Pfeilen, oder? Zumindest kaputte Pfeile. Viel Spaß beim Kartieren hier. Ja, wir hatten jetzt 3 Tage in Folge mit Glimmernebel. Das ist richtig krass. Da oben ist ein Haus. Okay, dann lass uns das mal ansteuern. Ich hoffe, das ist intakt. Weiß man nicht, wie man da rüberkommt. Ja, wir waren. Da hinten ist irgendwo der Flughafen. Wir sind ein bisschen die Berge hoch. Wir sind mal relativ weit darüber gegangen. Da ist anscheinend eine Elch-Location. Wir sind nicht mit ihm kollidiert, aber wir haben ihn gehört. Da sind wir tatsächlich im Glimmernebel festgesteckt, weil ich völlig die Orientierung verloren habe. Der kommt auch wirklich instant. Das ist. Du hast wenige Sekunden, da ist er da. Das geht ratzfatz. Das ist brutal. Also finde ich persönlich nicht gut. Sowieso die Mechanik ist so typische Spielmechanik. Das ist eigentlich nicht wirklich was in echt dich betreffen würde. Sie hat zum Glück keinen. Also ich meine, wir haben zwar die Schlaflosigkeit bekommen. Eine Eisfischerhütte. Die sieht aber auch ziemlich runtergekommen aus da oben. Aber die hat irgendwie keinen Effekt gehabt. Also das heißt, wenn du Schlaflosigkeit hast, dass du sehr unruhig schläfst. Aber das hatte bei uns jetzt nicht, war nicht der Fall. Die 10 Stunden haben wir komplett durchgeschlafen. Tja. Keine Ahnung. Vielleicht hast du beim ersten Mal noch so eine Gnadenphase. Ist halt, wenn du die Prozente brauchst, nicht so geil. Zu deutschem Interloper. So, was ist hier? Da sitzt jemand. Naja, die Wölfe. Okay, die Wölfe zeigen uns, wo es da durchgeht. Was
futtern. Und eine leere Leiche. Okay. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich die Stelle ist, wo man da rüberkommt. Ja, also QED. Wirklich QED. Das ist echt zum Kotzen. Das ist so ziemlich die erbärmlichste... Also, Entschuldigung. Ich habe da kein Verständnis für. Wir werden in der nächsten... Am nächsten Tag, wenn wir zu Hause sind, abreisen hier. Ich mache das nicht mehr mit. Ich versuche jetzt erstmal hier die Eisfischerhütte zu finden. Die war hier irgendwo. Ja, die war hier irgendwo. Mit Betonung auf irgendwo. Nee, das macht nicht wirklich Spaß. Ah ja, da ist sie. Die kann also auch relativ spät kommen. Wir haben nämlich extra gewartet. Aber nichts da. Okay. Wie viel Holz haben wir denn? Fast nichts. Ich fasse es nicht. Wenn wir hier uns in den Schlafsack stecken, reicht das? Das reicht. Okay, gerade so allerdings. Na gut, es wird wärmer. Okay. Nee, das ist leider immer noch dasselbe. Okay, zumindest ist die Temperatur mal besser. So sieht man dann wenigstens auch, was draußen los ist. Wir werden jetzt nicht schlafen. Ich hoffe, es klart auf gegen Abend und geht nicht bis in die Nacht rein. I am too tired to think straight. It's dusk, so I can't be far behind. Ja, wir gehen wieder zurück zum Flughafen. Das ist leider völlig sinnfrei. Dann brauche ich mich auch gar nicht mit Wölfen zu behängen, wenn ich da am Tag nicht wirklich vorankomme. Dann ist die Region halt leider nix. Tja. Dafür kriegen wir jetzt Aurora. Tja, tut mir leid, Leute, aber... Ich weiß nicht, wenn man eine neue Sandbox startet, ob diese Schlaflosigkeit dann, du da einen Regler dafür hast. Oder diesen Glimmernebel. Sag das mal, um mal präzise zu bleiben. Trink nochmal, damit wir erstmal nicht verdurstend ankommen. Ja, ich mach da jetzt nicht mehr lange rum. Das ist echt, ich hatte es nicht so krass erwartet, aber das macht gar keinen Sinn. Wir haben jetzt an 4 Tagen in Folge Glimmernebel. Haben wir jetzt wieder diese Schlaflosigkeit? Sekunde. So, weiter geht's. Ja, irgendwo da vorne müsste der Flughafen sein, schätze ich mal. Ich sehe den Tower noch nicht. Ich schätze mal, die Richtung stimmt. Das könnte natürlich die Welle hier... blockieren. Wie ist denn das eigentlich? Gibt ihr... Ne, warte mal, das ist hier unten. Ja, okay. Es schlägt aber jetzt in keine Richtung aus. Irgendwie habe ich das Gefühl. Nicht sicher, ob das hat wahrscheinlich hier keinen Effekt, schätze ich mal. Ich sehe immer noch nichts.
Aber so von der groben Orientierung müsste das eigentlich schon richtig sein. Es müsste irgendwo, da sind ja diese großen Berge und da ein bisschen linke Hand davon sein. Wir sind natürlich auch schon wieder ein ganzes Stück hingelaufen. Ja, und diesmal haben wir tatsächlich mehr Stunden, bevor das weg ist. Geht jetzt 26 Stunden. Wir verlieren natürlich jetzt schon Minuten. Das ist halt immer, wenn der Glimmernebel nicht aktiv ist. Aber ja, da kannst du nichts mehr machen. Also das ist halt, ich weiß nicht, warum das so extrem ist. So häufig. So wären wir da nicht glücklich in der Region. Und es ist auch schon verräterisch, wenn du dann den Sonnenschein wieder hast, dann weißt du, okay, das gibt heute wieder Glimmernebel. Wahrscheinlich solltest du dann immer losziehen, wenn es halt Schnee gibt. Wenn du sagen kannst, okay, das könnte ein Blizzard werden. Okay, hier ist ein Tümpel. Naja, da ist der Tower, alles klar. Moment mal. Ja, da zurückzufinden. Ich schätze mal, da drüben irgendwo geht's raus. Müsste so plus minus von der Richtung passen. Wir sind ja so seitlich reingekommen. Naja, das wird noch interessant. Ja. Die Zugkrähen. Da drüben ist diese Vermesserruhe, oder wie das heißt. Da ist aber gar nichts. Da denkst du, das ist ein Gebäude und dann ist da gar nichts. Naja, der Hirsch wieder. Naja, es wird schon finster. Es ist auch schon reichlich fortgeschritten. 8 Uhr nachts oder so. Abends, nachts, naja. Da merkst du halt auch, dass die Karte wirklich riesig ist. Bin mal gespannt, wo wir hier hochkommen. Kann man in der Finsternis nicht wirklich ausmachen. Ja, genau. Hoffe ich mal, dass wir hier hochkommen. Ich würde nämlich so langsam gerne auch wieder zum Flughafen zurück. Ja, doch, es geht. Da ist es. Cool sieht's schon aus. Vor allem die Lampe da mitten auf dem Landestreifen, das ist natürlich auch der Hammer hier. Dies verstehe ich jetzt nicht, aber ist auch egal wahrscheinlich. Weil normalerweise, das ist dann so die Einflugschneise. Ja gut, wenn da nur kleine Flugzeuge landen, dann ist das wahrscheinlich fast egal. Thank you.
Okay. Da vorne ist der Hangar wieder, der Haupthangar. Das Auto blitzt. Warum blitzt das Auto? Achso, das ist hier eine Lampe, okay. Hinein. So, hier drin ist es wenigstens ein bisschen heller. Bei Aurora. Dann geht es hinauf. Okay, wir können eigentlich direkt ins Bett. Das mit dem Wasser hat auch gut funktioniert. Yes, hier ist am lautesten. Hier können wir gut schlafen. Okay, alles klar. Wasser rennen und rennen ins Bett. Das war wieder mal Speck. Da ist es finster. Du hast wieder ein bisschen was auf Lager. Das reicht zumindest für eine Stunde. Halt, erst was trinken, natürlich. Und dann eine Stunde. Dann haben wir tatsächlich mehr als die Hälfte geschafft. Und wir haben es lustigerweise wieder durchgeschlafen. Also das, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, dieses Schlaflosigkeitsding. Das Schlimme ist eigentlich, dass du nichts machen kannst in der Zeit, dass du wieder feststeckst. Ja, inzwischen sind die Schösslinge getrocknet, so lange stecken wir hier fest. Jetzt sieht es lustigerweise, also heute sieht es irgendwie nicht nach Blizzard aus. Es sieht wahrscheinlich eher nach Blizzard aus. Genau, es ist normaler Nebel. Oder ist das die Vorstufe oder war der schon durch oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir müssen das mal probieren. Lass uns mal diesen originalen Weg probieren, den wir hatten. Den wir ganz am Anfang hatten, vor ein paar Folgen, wo wir abends mal losgestiefelt sind. Wo es irgendwie dann zu spät wurde, weil der Weg dann doch relativ lang ist. Ach Quatsch. Das hat auch gut funktioniert. Eine Stunde lernen können. Du hast immer noch deine Schlaflosigkeit. Die wirst du wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich noch ins Bett mitnehmen. Sofern nicht. Naja, gut. Wenn da Neues kommt, dann ist es sowieso erstmal wieder Wumpe. Jetzt müssen wir als erstes mal, da oben geht's rauf. Wir gucken aber mal, ob wir rechts ein paar Stöcke sehen. Ich meine, weil da oben haben wir ja einen ganzen Sprung abgelegt. Das ist eigentlich da nicht so dramatisch. Je mehr man hat, umso besser. Und so wirklich viele Wölfe gibt es hier tatsächlich auch gar nicht. Die letzten Worte. So. Wir machen schon noch ein Feuerchen, aber ein bisschen kann es schon noch aushalten. Da ist noch einer. Ja, der Holz ist tatsächlich hier nicht so wirklich zahlreich. Also zumindest herumliegt. Am Flughafen gibt es einiges.
Ja, wie willst du da jetzt raus? Wie willst du aus dieser Kälte raus? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Halt, wir sind noch zwei Stöcke. Weil wir sind in der Kälte und zwar draußen. Und gewöhnlich ist es ja so, wenn du rausgehst, kannst du nicht weiter rausgehen, weil du bist schon draußen. Ja. So, da kommen die Aufstiege. Ja. Grapsch mal an den kalten Felsen. Hast's geschafft, gut. Darfst du das gleich nochmal, wenn du das so gut kannst? Yes. Da vorne sind die Stöcke. Plus ein paar neue. Sei froh, dass wir so viel Holz haben, meine Gute. Halt. So, geht's jetzt hier weiter? Sag bloß, das ist das Ende hier. Ne, da drüben ging's weiter. Gucken wir, was da vorne ist. Wir haben es gar nicht, ich glaube, wir haben es gar nicht mal so weit geschafft, oder? Bis zu den Krähen. Doch, wir waren hier. Wir waren hier. Sind hier umgekehrt tatsächlich. Hier drüben hinten entlang und dann da wieder zurück. Alles klar. So, ich denke, die Stockzahl reicht erstmal. Halt. 49. Ist das hier One Way oder was? Ich würde sagen, ja. Das ist der Hammer. Einbahnstraße. Na jetzt bin ich mal gespannt. Hier scheint aber Ende Gelände zu sein. In einer gewissen Art und Weise schon. Ach, das ist ein Baum, der da drin ist. Man sieht, dass er sich bewegt. Ja, das ist ja gut. Auch keine Höhle. Wir haben bisher noch keine Höhle hier gefunden. Ich glaube, eingangs gibt es eine, wenn du da diesen Pfad entlang läufst. Und das ist es dann. Ja, hier geht es wieder runter. Gut, da das ja nun Einbahnstraße ist, heißt das ja, es muss ja irgendwo, ja, irgendwo wieder einen Weg geben, wo man halt wieder zurückkommt. Da sind wir aber nicht reingekommen, oder?
Ja, hier ist halt ein Teich. Oh, mal was anderes. Schneefall. Okay. Ja, ich fürchte, hier kommst du auch nicht weiter. Ja, auf der anderen Seite, wahrscheinlich kommst du hier runter, schätze ich mal. Aber warte mal. Wir bleiben erstmal hier oben. Geht noch, okay. Ist noch nicht zu krass, aber wir sollten das jetzt auch nicht zu lange auf die lange Bank schieben. Hm. Es ist auch noch nicht mal Mittag. So, wo sind wir hier? Das ist eine gute Frage. Zumindest gibt es da oben Eichen. Da hat schon jemand gebuddelt hier. Wie bitte was? Kannst du doch echt? Jetzt sind wir dann doch auf der Straße unten. Welche Straße ist das? Hm. Das sieht dann noch größer aus, okay. Soll das so sein? Also ich... Irgendwie war das doch vorher dezenter. Jetzt sind wir hier in der Straße. Hallo? Wie bitte was? Ach so, wir haben den Ausgang gefunden. Das ist ja der Hammer. Heißt das, wir müssen den ganzen Weg jetzt wieder laufen? Ach, na toll. Weil du kommst jetzt natürlich auch nicht mehr hoch. Direkt mal den Ausgang. Ja, ich kann natürlich nicht jetzt rausgehen, weil wir haben hier noch einige Sachen liegen, die wir mitnehmen müssen. Außerdem war das auch gar nicht mein Ziel. Ja, okay. Das heißt, hier sind wir reingekommen. Okay. Dann sollte es ja eigentlich irgendwann eine Höhle geben, meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir halt erstmal tappeln. Wir entdecken jetzt was Neues, aber nee. Nix da. Wenn du was Neues entdecken willst, kriegst du den Glimmernebel. Sind wir echt durch? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, komm, zeig mir mal den Weg. Ja doch, den Truck, das kommt mir dann schon bekannt vor. Und die Wölfe. Das wäre wahrscheinlich so eine ich weiß nicht, könnte das eine Abkürzung sein, um auswärts zu kommen, wenn man da hochgeht? Wahrscheinlich. Das müsste man dann wahrscheinlich genauso mal gehen, wenn man halt
haben wir dann einen Finalplan, die Region zu verlassen, was ein bisschen auch vom Glimmernebel abhängt. Ich warte auf diese Höhle. Ich dachte nämlich, dass es eine Höhle gab. Wir haben, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe übernachtet. Ich glaube, wir sind... Nee, das ist noch keine Höhle. Es gibt aber, glaube ich, eine. Ja, das ist tatsächlich ein sehr langer Gang. Ja, ein bisschen, also von der reinen, wie soll man das sagen, Ganglogik, wundert es mich schon, dass Hinterland den Transferpass da irgendwo beendet hat und du läufst dann trotzdem im Prinzip genauso weiter. Durch diese Region halt, obwohl sich das immer noch wie diese Transfergeschichte anfühlt. Jetzt nicht wirklich, dass du sagst, ja, das ist definitiv schon die Region. Das wäre dann eigentlich, wäre das viel cooler, wenn du jetzt hier irgendwie rauskommst. Das wäre der Übergang sozusagen. Gut, dann funktioniert das natürlich nicht mit der Abkürzung, außer du würdest dann halt von oben in den Transferpass stürzen. Auch reichlich Stöcke. Also zumindest ein paar. Ja, da sind wir wieder. Da unten sieht man wieder den Flughafen. Wunderschön. Wir haben schon wieder fast 50% eingesetzt. Okay, vielleicht mache ich in der nächsten Schleichersandbox die Temperatur nicht auf Interloper-Niveau. Willis Wende, okay. Ich glaube hier, genau, hier war die Stelle, wo wir dann übernachtet haben, rechts und links von der Straße. Da oben müsste auch irgendwo dann das Feuer sein. Ich weiß gar nicht, ob man das von hier aus sieht. Das ist wahrscheinlich da hinten in der Ecke. Da ist noch irgendwas wie Feuer. Und dann kommt da vorne irgendwo eine Höhle. Und da ziehen wir uns dann gleich mal zurück. Das heißt, nach Willis Wende, so 200, 300 Meter, das hier links? Ich glaube. Ich glaube ja. Genau. Da wärmen wir uns jetzt erstmal auf. Krieg die Gute auch mal einen Tee zu schlürfen. Ja, aber erst, wenn wir drin sind. Ach, hier war das mit der Laterne und genau. Dem Futter. Das lassen wir aber mal liegen, weil eventuell kommen wir ja nochmal hier durch. So, du kriegst jetzt erstmal so einen Birkenrindentee. Mehr haben wir auch nicht. Das ist wirklich alles. Das heißt, wir müssen damit entsprechend auch haushalten. Halt. Dann füllen wir das dich gerade noch auf. So. Wir wärmen uns jetzt erstmal auf. Achso, ich könnte eigentlich mal gucken, wie der Zuschauer. Uiuiuiuiuiui. Fast auf 90%. Ja, das ist natürlich dann schon üppig. Okay. Mehr ist es erstmal nicht. Was ist das für eine Karte? Signal. Achso, das ist die Geschichte. Mhm. Okay, was wir machen könnten, wir lassen mal die Limo da und vielleicht die Ketchup, nicht die Ketchup-Chips, die Trockenchips und einmal Salzcracker. Dass wir hier immer so eine Ruhe, so eine Stätte haben, wo wir halt zurückziehen können. Jo. Wir müssen sowieso warten, was das Wetter sagt. Von daher warten wir uns mal klassisch warm.
think my stomach is eating itself. Sieht aber jetzt nicht nach Blizzard aus, oder? Ist einfach nur diesig. Schneit das noch? Ja, doch. Nur sehr horizontal. Könnten aber auch einfach... stimmt, Stöcke könnte ich dort drin noch lassen. Das wäre natürlich auch intelligent. Ey, draußen. Boah, minus 41 Grad. Reine Lufttemperatur. Lass mal vielleicht mal so 20 Stöcke da oder 25 Stöcke. Das wäre einfach ein vernünftigen, ja 25 definitiv, vielleicht sogar 30. Hm? So, gerade mal gucken, ob hier hinten irgendwo was liegt. Eine Kohle oder so. Ist aber nichts. Okay. Warte ich noch kurz. Komplett warm. Dann kurz nach Mittag erst. Da können wir nämlich direkt wieder Stöcke mit auflesen. Selbst im Windschatten geht es hier runter. Naja, da klappen die Sonnenblende noch nach unten. Ja, hier, es klingt hier voll nach Gebäude. Aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Und ist immer noch irgendwo der Flughafen. Wo soll er auch hin? Ist das dann... Wir hatten doch versucht, das war glaube ich noch in der letzten Folge, zu einem Gebäude zu kommen. Ich weiß, nee, das ist nicht hier. Also das würde mich jetzt schwer wundern, weil... Achso, wir haben die Unterkühlungsrisiko immer noch. Wir sind es gar nicht losgeworden. Das war nämlich mehr näher an einem See und es ist ja gar kein See hier. Ja, ich weiß. Ich weiß. Zustand wiederherstellen ist erstmal wieder abgelaufen. Naja, ein paar Prozent haben wir immerhin bekommen. Das ist hier auch schon was. Ich sehe sonst keine Möglichkeit, wie man da hochkommen soll, wenn da wirklich ein Gebäude ist. Das könnte natürlich auch unterhalb sein, aber es klang eher so, als wäre das auf der linken Seite, das heißt immer noch auf der. Und jetzt wird es auch noch zu schwer. Ist das vielleicht ein Weg? Nee, nee, ist es nicht. Vielleicht hier rauf. Nee, auch nicht. Hm. Nee, das sieht alles irgendwie nicht nach Gebäude hier aus. Oder nach Aufstieg zu einem. Da oben geht es irgendwie rauf. Da unten war ja dieser, genau, dieser Container. Dann gehen wir mal hier rauf. Sieht ja fast so aus, als könnte man hier rauf gehen. Zumindest mal das Schluchtheulen sind wir losgeworden.
war immer noch zu kalt. Ja, da bin ich immer gespannt. Ah, es ist wieder zurück. Nein, es ist lustigerweise gar nicht so steil, aber sie will nicht. Nö, das ist kein Aufstieg. Das sieht nur so aus. Ja, schade. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder darüber zu dem Container und wärmen uns erstmal auf. Das Unterkühlungsrisiko mal loswerden hier. Tag ist eigentlich noch, vom Tag her ist noch okay. Das ist eigentlich nicht wirklich das Problem. Ja. Da vorne gibt es Wölfe. Hier sind wir schon durch. Das müssen wir also nicht nochmal im Detail durchsuchen. Es geht mehr darum, dass man hier sich aufwärmt. Ja, das kaputte Brecheisen, stimmt. Deswegen ist der eine Spind auch kaputt. Okay. Aufwärmen bitte. Und Wasser trinken. Naja, das ist aber auch gut runter. Hier ist auch ein Hammer. Ja, hier sind noch einige Dinge. Sollen wir das mitnehmen? Ich würde ja eigentlich gerne noch ein bisschen erforschen. Ja, warte mal. Das sollten wir vielleicht in der nächsten Folge machen, sonst wird die überlang. Die hat ja wieder zwei Teile. Ich weiß nicht, wie lang der erste ist. Ich denke, das wird aber schon funktionieren. Ja, dann versuchen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen hier die Gegend zu erforschen. Also speziell da an die Seite. Mal gucken, ob man da hochgehen kann. Ansonsten, klar, würde es halt bedeuten, diesen halt leer zu räumen. Das heißt, alles, was irgendwie los ist, mitnehmen und runterschaffen zum Flughafen. Und gucken, was das Wetter macht. Das wäre natürlich schön, wenn man an diesem Tag noch zurückkäme wegen Glimmernebel, aber das entscheidet wahrscheinlich das Wetter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.